So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Clash of Clans World to Titan Liga. Wundert euch nicht über die Pokale, ich habe jetzt 6000. Ja, genau, ich kann lesen. 3613 Pokale. Ich war bei 3622 Pokale. Mit anderen Worten, ich habe heute Morgen oder heute gegen Mittag offscreen einfach ein bisschen ein paar Stunden weiter noch erfarmt. Und so manche Angriffe erfolgreich überstanden. Hier irgendwo mit 14 Pokalen sogar noch. Supu hieß er. War nicht schlecht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen höheren Pokalstand als den letzten Part natürlich. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit unserem ersten Gegner. Also bis gleich. Er mag zwar leichter riskant sein, ihn anzugreifen, aber ich habe trotzdem gute Hoffnungen, dass daraus was wird. Vor allem mindestens 50%. Bringt er auch einen Stern? Kriegt er den Luftfeger down? Ja, kriegt er sogar. Und greifen wir mal von hier unten so an. So, in einer Reihe. Da, Lavon. So, von quasi drei Seiten greifen wir ihn an. So, nächste Gift, damit die Skelette da verschwinden. Vielleicht werden es drei Sterne. Sieht zumindest so schlecht aus. Hoffen tue ich das. Doch, sieht relativ gut aus. Wenn ich es mir so recht überlege. Nur die Kühe muss schnell weggehen. Komm schon, Kühe, Drache schaffst du. Yes, hat er geschafft. So, der geht jetzt. Ja, es werden tatsächlich drei Sterne, Leute. Das heißt 11 Pokale. Finde ich sehr nice, denn je weiter oben man kommt, oh, das ist ein Magneton. Je weiter nach oben man kommt, desto schwieriger werden natürlich die Gegner. Und man findet die auch nicht mehr so schnell. Das heißt, man braucht ein bisschen länger, um die Gegner zu finden und so weiter. Weil halt die meisten zu schwer sind einfach für uns. Den Gegner habe ich relativ schnell gefunden. Also ich habe nicht so lange dafür gebraucht. Keine Ahnung, ich muss 20 mal weiterklicken nur. Anhand meines Goldguthabens könnt ihr es selber errechnen, wie oft ich geklickt habe. 750 Gold verschwinde ich pro Klick. Ah, könnte ich jetzt finden können. Aber 11 Pokale, 2500 dunkles Elixier, das ist auch nicht schlecht. Wir haben jetzt schon wieder 40.000 dunkles, können es allerdings nirgends verwenden. Geboostet habe ich auch noch. Und ich habe wieder zurück an deinen Platz. Ich habe gestern geschafft, noch den dunklen Bohrer aufzustufen, wie auch immer. Ich sag mal aufzuwerten. Hat 5 Millionen Elixier gekostet. Die haben wir zusammenbekommen. So, und dann springen wir auch direkt zum zweiten Gegner in diesem Part. Nächster Gegner ist da. Den greifen wir von unten an, beziehungsweise von unten locken wir die Clanburg. Ist aber nichts Gefährliches für uns drin, von daher. Ist der Bogiturm kaputt? Ja. Greif noch direkt an, von oben. So. Ganz weit verteilt. So, komm. Beeilt euch. Wir lohnen uns, beeilt euch. Die Lavon überleben sich, ne? Aber trotzdem sollte es hoffentlich ein Erfolg werden, beziehungsweise. Zwei Stände waren hier für mich jetzt geplant. Sieht alles auch relativ gut aus. Der eine X-Bogen lebt noch. Das gefällt uns nicht. Das gefällt uns gar nicht. Ich hoffe trotzdem, dass wir ein bisschen was holen. 50% müssen wir auf jeden Fall holen. Das sollte kein Problem werden. So, hier ein bisschen was kaputt machen. Hier noch was. Hier schicken wir mal unseren Drachen hin. Der hoffentlich dann zum Rathaus fliegt. Einen Stern wird es auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich auf einen weiteren Stern. Ja, toll, das fliegt der Drache, scheiße.
Okay, zwei Sterne wären es leider nicht, weil der Drache nicht auf mich hören wollte. Jetzt, ja, toll, jetzt geht es auf den Barbarenkönig. Kann uns im Prinzip egal sein. Ja, wenn es noch... Der Drache schafft das nicht, das Lager und... Doch, das Lager ist ja fast zerstört. Schafft er das Rathaus? Schafft er das Rathaus? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, nein, oder? Das ist dann nur ein Pokal. Leute. Nein, der schafft das Rathaus nicht. So, dann brechen wir den Kampf leider ab. Wurde leider nur ein Pokal. Ich habe zwei Sterne schon erhofft. Sind es leider nicht geworden. Na gut, ist halt so. Wir springen dann zum dritten Gegner in diesem Part. Okay, hier habe ich es nicht lange gezögert. Ich meine, Rathaus Level 8. 20 Pokale. Und von hier komme ich an die Klamburg ran. Von unten werden wir angreifen. Ein Bogi. Da war jetzt nur ein Bogi drin. Na gut, vielleicht ist da noch mehr drin, aber für uns ist er nicht gefährlich. Der eine Bogi. So, jetzt hier die Lava-Runde. Es müssen einfach drei Sterne werden. Was anderes gibt es jetzt hier nicht. Hier im Eil haben wir die letzte Luftabwehr weg. Hier noch. Ja, das sind drei Sterne. Das heißt 20 fucking Pokale. 20 Pokale haben wir jetzt einfach mal bekommen. Alter, das ist richtig viel. Und das war Rathaus 8. Der ist Champion Liga 3. Also Respekt an den, dass er mit Rathaus 8 so weit gekommen ist. Auf jeden Fall. Der Genghis Clan. So heißt der. Oder ist darunter sein Name? Ich weiß es gerade nicht, ob darunter oder drüber der Name ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Rathaus 8er bekommen. Ich habe nicht lange gezögert. Mir war sofort klar, dass ich den auf jeden Fall angreifen werde. Drei Sterne ist ein Muss. Für uns ist aber auch schon ein Rathaus 8er und drei Sterne Muss. Für uns auch natürlich. 99%, jetzt 100%. 20 Pokale mehr. Richtig gut. Oh, halbe. Ich habe nicht auf Loot geachtet. Halbe Million Gold. Ist ja richtig gut. Ich würde gerne wissen, warum wir so viele Pokale von so einem leichten Gegner bekommen. Ich kann sie leider nicht teilen. Nee, erst in 12 Minuten. Aber 20 Pokale aus dem Rathaus 8. Mann, Mann, Mann. Also besser kann es ja kaum noch gehen. Jetzt begegnen wir demnächst bald ein Rathaus 6 oder was? Nee, das glaube ich eher nicht. Aber wir springen jetzt einfach direkt zum nächsten Gegner. Truppen ausbilden, nicht vergessen. Oh, eine Mauer können wir machen. Eine Mauer mehr. Yes. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Gegner. Bis gleich. Den nächsten Gegner hätten wir jetzt endlich mal gefunden. Ich musste, glaube ich, 20 Minuten lang den Gegner suchen. Die Klammbuck ist hier unten. Riesen sind drin, also kann uns und muss uns nicht interessieren. So, setze ich hier mal die beiden da runter ein. So. Bringt nur so viele Pokale im Vergleich zu dem Rest, aber ich meine, je länger oder je weiter oben ich bin, desto länger brauchen wir halt den Gegner zu, also den richtigen Gegner endlich zu finden. Und ich glaube, dass der Gegner hier sich eigentlich lohnt. Das sagt mir nicht, dass es drei Sterne werden. Gut, die Queen ist da noch. Leute, es kann drei Sterne werden. Wenn die Queen da weg ist. Ich hoffe, die Queen verschwindet da bald. Oder geht auf den Drachen oder auf den... Ja, es geht auf die Lakaien.
Komm, Queen, geh drauf. Geh drauf, Queen. Ah, der hat zu viel Leben, ne? Ach. Jetzt aber. 3 Sterne. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Rathaus lebt ja noch. Sind zwar nur, sag mal, nur 5 Pokale. Aber komm, ich meine, bei dem Gegner, dass wir da überhaupt 3 Sterne geholt haben, ist richtig nice. Das Dunkle, genau. Das Dunkle bekommen wir auch noch. Das Rathaus ist immer noch nicht kaputt. Aber 5 Pokale heißt 5 Pokale näher an unserem Ziel. Also zu unserem Ziel Titanliga. Jetzt sind wir bei 3650 Pokale. That's awesome. Dann fordern wir hier einmal an. Spenden uns direkt. Da. Dann haben wir Loons. So. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Gegner. Und es fehlen nur noch 450 Pokale, dann haben wir das Ziel erreicht. Bis gleich. Nach weiterer langer Suche haben wir jetzt endlich den nächsten Gegner gefunden. Rathaus steht ziemlich weit außen. Ich hoffe natürlich, dass wir das Rathaus kriegen. Ansonsten wäre es nicht so geil. Wir gucken trotzdem, was in der Klammer drin ist. Und ja, da war was drin. Wie kriege ich den jetzt da rausgelockt? So, ne? Fuck, was mache ich jetzt? Nein, scheiß Internet! Ich hoffe jetzt sehr, dass das Internet jetzt nicht gleich abkackt. Das wäre nämlich ein großes Problem jetzt. Oder wer hat das in der Base aufgebaut? Das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. 2 und 2 da kein, super. Ich muss kurz Pause machen. Leute, wir haben jetzt tatsächlich 34 Pokale verloren. Wegen dem scheiß Internet. Ist es euer verdammter Ernst? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sind 4 Angriffe von uns, die wir zunichte gemacht haben. Warum, Handy? Es liegt nicht im Internet, es liegt irgendwie am Handy. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das Handy extra neu gekauft. Galaxy S7 übrigens. Und warum spackt hier das Internet? Das habe ich ziemlich oft. Ich muss die Folge jetzt hier einfach beenden. Tut mir leid, Leute. Ich werde ein bisschen offscreen, ein bisschen weiter Pokale farmen. Und dann nehme ich gleich nochmal wieder auf. Tut mir leid, Leute, aber geht nicht anders. Also, bis zum nächsten Part.